Hier ist nichts. Hier hat gerade mein Controller vibriert. Da ist wieder was. Okay. Ja, ich bin ja da. Oh Mist! Diese Drohne! Ist zur falschen Zeit am falschen Ort, wortwörtlich. So. Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Oh, habe ich wieder was? Ich habe 4 Punkte. Dann, was mache ich jetzt? Ein Zeitschild. Nee. Ich glaube, das mache ich jetzt. Dann habe ich. Dann sehe ich sie einfach länger, die ganzen Leute. Wenn ich sie mir hervorheben möchte. Wir sollten nicht warten. Ja, ich gehe schon rein. Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Legen wir los, Doc. Was ist? Oh nein! Das kann nicht sein. Es passiert wirklich. Sie sind Jack Joyce. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein. Aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los! Wo ist das verdammte Boot? Da ist es. Okay, los! Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Dann los! Na los, schnell, Beeilung! Kommt ihr niemals durch! Scheiße, schaff's jetzt! Einsteigen! Es ist Joyce! Er ist an uns vorbeigekommen! Lassen Sie nicht entkommen! Jemand soll Mr. Serene rufen! So. Jack, Sie schießen das Tor! Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest! Ich kümmere mich darum. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Magazin weg! Feind in Sicht! Ende! Heilige Scheiße! Es ist Joyce! Waffengebrauch freigegeben! Oh nein! Oh fuck, ey. Weil ich noch einen Scharfschützen mit auf mich drauf habt. Ja, was soll ich denn da machen, ey? Und selber kein Scharfschützengewehr, weißt du? Jack, Sie schießen das Tor. Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest. Ich kümmere mich drum. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Unterdrücke! So, ich renn einfach zu dem. Lauf. Beginnen wir mit der Suche. Ah. Ah. Ich beeil mich doch schon. Was, noch einer. Deckung, runter. Oh.
Da ist nichts mehr. Jemand? Da drin, ja. So. Ich muss das Tor aufkriegen. Das Tor. Oh. Ah, da ist was, guck mal. Na, ja, ich hab's auch schon. So. Na bitte. Das Tor ist immer noch zu. Was ist los? Ja, ich arbeite noch dran. Warte kurz. Kann man hier das Tor öffnen? Hier? Ne, hier ist eine Waffe. Ach, hier. Ich drück einfach mal. Was ist mit dir? Alles klar, los. Ich kann rüberkommen los. Und... Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben ist. Ich finde hier alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Ich erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil lebend brauchen. Wir werden sehen, was passiert. Magazin leer! Lauf und da. Rotblindenschütze rückt auf den Feind vor. Oh. Wow. Die Kamera durcheinander gebracht. Auch schön. Techniker am Boden. Nur. Och Mann, ey. Der kann doch von dort, oder? Was ist mit alles dir? Klar, los. Ich kann rüberkommen los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Du musst dafür sorgen, dass sie am Leben. Ich finde hier alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil lieben. Hier ist an unserer Position. Ende. Verstanden. An alle Einheiten. Feindkontakt steht kurz bevor. Alle Einheiten. Ende. Was zum? Ja. Laufen wir her. Oh, tolle Scharfschütze, ja. Schnell. Erstmal weg. Da ist noch einer von denen. Oh, noch einer. Beth und Dr. Emeril waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Anstrengend. So. Okay, Zeit für einen Fluchtwagen.
Sprecher, jetzt brauchen wir einen Fluchtwagen. Da ist doch ein Shit am Fluchtwagen. Da ist doch hier, Pauls Auto. Der Parkservice, bei Autodieben allerorts. So. Also, dass ich in die Musik reinreden muss, aber es ist das Ende von Akt 3. Eine coole Musik auf jeden Fall. Und ich bin schon gespannt, wie es der Serie weitergeht. Ich sag dann, ach so, nein, vorher kommt ja noch der Knotenpunkt. Ganz vergessen. Sophia Emeril, Martin Hedge. Dieses Ding, das in mir drin wächst. Ich kämpfe schon seit 6 harten Jahren dagegen. Dr. Emeril arbeitete an einem Heilmittel für das Cronon-Syndrom. Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Paul? Und Jack hat sie mir weggenommen. Wie zum Teufel konnte das passieren, Martin? Wie ist es möglich, dass Sie sie entführen konnten? Paul, Ihre Krankheit spricht aus Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ganz ruhig, alles. Sie entführten sie. Ohne Sophia gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Wir haben alles getan. Aber es gibt Kräfte innerhalb von Monarch, die gegen sie arbeiten. Ich glaube, Burke war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nicht nur Joyce alleine. Sir? Wir haben Dr. Emeralds Laptop gerettet. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten. Ich komme sofort. Ja, sofort. Nachdem ich... Ich möchte Sophias Zahlen durchgehen. Wenn sie recht hat, dann verschlimmert sich der Riss deutlich schneller, als wir dachten. Sie kennen die Zukunft. Dr. Emeril tut das nicht. Ist das Rettungsboot überhaupt in einem aktivierungsfähigen Zustand? Sie versucht, sie zu überzeugen, dass ihr Zeitplan falsch ist. Warum? Damit sie sich beeilen und einen Fehler machen. Die Leute, die gegen sie arbeiten, sie könnte dazugehören. Tut sie nicht. Sind Sie bereit, den ganzen Plan dafür zu riskieren? Ich flehe Sie an, Paul. Warten Sie mit der Aktivierung. Lassen Sie mich klar Schiff machen, bevor das alles aus dem Ruder läuft. Ich hätte hier sein sollen. Jemand hat eine Falschmeldung gemacht und mich zu den Tunneln geschickt, um mich abzulenken. Wie ich sagte, es gibt Menschen, die gegen Sie arbeiten. Wer war das am Funkgerät? Wir arbeiten noch daran. Wie wollen Sie fortfahren? Ich habe die Aufnahmen von der Rede gesehen. Sie hatten es auf Sie abgesehen. Ich hatte Sie gewarnt, dass wir in Gefahr schwebten. Es gibt Leute unter uns, die wollen, dass wir versagen. Seien Sie heilfroh, dass es ein miserabler Schütze war. Ja, das war er. Gibt's hier noch was?
Okay. Scheinbar nicht. Dann gehen wir zum Laptop hoch. Ja, wem vertrauen wir? Die Frage stand ja schon gerade oben am Laptop. Vertrauen wir Mr. Hatch oder Sophia? Jemand arbeitete gegen mich. Jemand aus meinem näheren Umfeld. Martin Hatch. Sophia Emerald. Ich konnte ihnen nicht beiden vertrauen. Bei Emerald? Ich will, dass er unverzüglich festgenommen wird. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Martin war jahrelang mein engster Berater. Ich begann mich zu fragen, ob das ein Fehler gewesen war. Sophia war loyal. Das war sie schon immer. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ihr trauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sophias Forschung hatte mein Leben gerettet. Stärker konnte Loyalität nicht sein. So, Hatch. Los, Emerald, reparieren wir eine Zeitmaschine. Ich sagte, ich versuch's. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es Sophia war. Ich konnte es nicht ignorieren, trotz allem, was wir durchgemacht hatten. Sie wusste, ohne ihre Medikamente sind sie verloren. Und dann nahm sie sie weg. Wenn sie sich gegen mich gewendet hatte, mit all ihren Kenntnissen, könnte der Schaden unermesslich sein. Es ist die Frage, was machen wir? Ich meine, wir wissen ja mehr. Also, ne, wir haben natürlich Jack schon erfahren, dass da wohl einer bezahlt wurde, absichtlich auf Hatch zu schießen. Zwar daneben, aber absichtlich. Und Sophia meinte schon, als wir sie mitgenommen haben, ob wir sie umbringen wollen. Meinte man, nein, aber sie will nicht mit. Mussten sie da zwingen, mit der Waffe dann. Ne? Also, an und für sich könnte man sagen, dass wir, ja, wir die Zuschauer, die Spieler, ja, eigentlich sagen müssten, ja, Paul Serene vertraut der Emeril. Aber die Frage ist, jetzt ist sie ja weg, die Emeril. Und Hatch ist nur noch da. Wir müssten eigentlich Hatch vertrauen. Also das Logischste wäre jetzt, wenn ich jetzt der Paul Serene wäre und die Emeril ist weg, und Hatch ist noch da, dann würde ich Hatch vertrauen. Ja, das wäre die logischste Schlussfolgerung. Das andere schließt ja ein, dass was wir ja mehr wissen, was eigentlich Paul Serene aber nicht weiß. Ja. Also ich versuche, ich mache das hier. Ich mache das. Korrekt. Wir müssen den alten Plan einhalten. Ob Sophias Daten gut sind oder nicht, wir dürfen nicht abweichen. Wir wurden eindeutig kompromittiert. Stellen Sie ein Team zusammen. Finden Sie raus, mit wem sie arbeitet. Ich habe da schon etwas in dieser Angelegenheit. Das kommt direkt von den Sicherheitsaufnahmen. Gott, sie ist es. Wer? Sie, Martin. Sie ist eine unserer Angestellten. Wie zum Teufel? Wir sind zu groß geworden, um jeden Einzelnen zu durchleuchten. Wir konnten sie nicht identifizieren. Bis jetzt. Beth Wilder. Sie ist eine unserer Agenten. Wir haben schon ein Team auf sie angesetzt, aber... Wir können sie nicht töten. Noch nicht. Wie kann sie mit Jack arbeiten? Wieso kennt sie ihn überhaupt? Ich hatte recht, Paul. Wir können niemandem trauen. Wer weiß, wer noch mit drin steckt. Finden Sie es raus. Beth Wilder. Ich hörte ihren Namen zum ersten Mal. Aber sie ist da gewesen, in der Vergangenheit. Als alles begann... Sie war die ganze Zeit hier
und hat von innen gegen mich gearbeitet. Und sie war nicht die Einzige. Ah. So, ja, das war's dann. Jetzt kommt die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.